Hallo mal wieder. Ich habe wieder was zugeschickt bekommen und das will ich euch zeigen. Und wie ihr seht, sind wir heute nicht im Studio, sondern hier bei mir zu Hause. Beziehungsweise ihr steht mit mir gerade hier in meinem Flur. Und jetzt müssen wir sogar noch vor die Haustür und dafür schauen wir uns mal hier die andere Perspektive an. Und ich will euch hier mal was zeigen. Ihr seht vielleicht, da geht so ein komischer Gurt durch die Tür hoch. Und da hängt etwas Großes an der Tür. Das ist der Packsafe. Der Packsafe ist eine Tasche, die ihr euch außen an die Tür hängt. Und da könnt ihr dann Pakete abgeben lassen von den gängigen Versanddienstleistern. So, und jetzt hole ich den mal rein und dann schauen wir uns den im Detail an. Ich hoffe, jetzt erkennt man es etwas besser. Das ist der Packsafe. Der hängt gerade noch bei mir vor der Tür und ihr seht, der lässt sich relativ schnell aufhängen und abhängen. Also wenn ihr nicht so faul seid wie ich und den abhängen wollt jeden Tag, auch okay. Ihr bekommt eine kleine Tasche mitgeliefert, dann rollt ihr den einfach zusammen. So, wickelt den zusammen, steckt den in die Tasche und ab in den Schrank damit. Aber nachdem ich erstens viele Pakete bekomme und zweitens eben, dass nicht jedes Mal auf- und abhängen will, hängt er einfach da. Wir haben hier hinten so einen kleinen Stopper, da ist eine Schlaufe dran, den habe ich in der Türklinke eingehängt und gut ist. Aber was genau ist jetzt eigentlich der Packsafe? Eigentlich gar nicht großartig viel Besonderes. Es ist ein großer schwarzer Sack aus schnittfestem Material und ja, der hat hier oben ein großes, stabiles Schloss und einen ordentlichen Verschluss. Und wenn wir das jetzt mal aufmachen, dann sehen wir, dass hier ausreichend Platz ist für große Pakete. Und dafür ist er da. Also, ihr seid nicht zu Hause, ihr hängt den Packsafe raus, der Postbote kommt. Packsafe hängt an der Tür, hier schön geöffnet, aber gesichert. So, hängt an der Tür, Postbote kommt, klappt auf, Paket rein. Macht zu. Ja. Und eure Pakete sind sicher. In einem schnittsicheren Sack, an einem schnittsicheren Band. Das sieht man hier sogar. Schauen wir mal, ob wir das da scharf bekommen auf der zweiten Kamera. Aber hier, man spürt es, das ist nochmal verstärkt. Das ist wirklich eine Geschichte, die macht an sich einen sehr guten Eindruck. Einen stabilen Eindruck vor allem. Und wer dem Sack alleine nicht traut, der kann insofern versichert sein. Es gibt dazu auch Kombiangebote von Versicherungen. Das heißt, ihr könnt eure Warenwerte bis 750 Euro da drin versichern. Ja, die Frage ist jetzt, taugt der Packsafe, bringt er was? Generell muss man sagen, es gibt zwei verschiedene Arten von solchen Paketauf- oder Empfangsstationen. Diese hier, der Packsafe, ist eine reine Low-Tech-Offline-Version. Das heißt, wir haben einen Sack, wir haben ein mechanisches Schloss und das Ding hängt vor der Tür, Paket kommt rein und fertig. Das ist okay, hat Vorteile, hat Nachteile. Die Alternative dazu wäre irgendein an Strom angeschlossenes elektrisches Schloss mit Notifications, mit Steuerung über das Smartphone, sodass ihr direkt, wenn ein Paket kommt, benachrichtigt werdet auf eurem Telefon. Der Vorteil ist, ihr habt gesehen, das Ding ist aufgebaut, abgebaut, ruckzuck. Gar kein Problem. Die elektrischen Systeme sind natürlich immer ein bisschen komplizierter in der Einrichtung, in der Montage, weil die vor allem halt Strom brauchen oder Batteriewechsel oder sonst irgendwas. Da muss man wissen, was für einen das Beste ist. Hier, der einzige Nachteil, den der Packsafe wirklich hat, ich sage jetzt mal, dieses Ganze, keine Notification und so weiter, ist kein wirklicher Nachteil. Es ist halt einfach, du kommst heim und das Paket ist da. Der einzige Nachteil, den ich wirklich sehe im Packsafe, ist, dass nur ein Paket reingeht. Also jetzt angenommen, ihr bekommt zwei oder drei Pakete an einem Tag, dann geht es nicht. Sobald es einmal zu ist, ist zu. Tja, was kostet der Spaß? Wenn ihr jetzt sagt, okay, so viele Pakete bekomme ich nicht, ihr habt Interesse an dem Packsafe. Der Packsafe kostet einmalig 99 Euro, ich glaube inklusive einem Jahr Versicherungsschutz. Wenn ihr den Gutschein verwendet, ich verlinke euch unten den Blogbeitrag oder sogar den Gutschein und da gibt es dann einen Gutschein, kriegt ihr 20 Euro Rabatt.
sind so gut wie 20%, dann bezahlt ihr nur 79 Euro anstatt 99 Euro. Und die Alternative, natürlich, ihr könnt es 30 Tage kostenlos testen. Die Alternative dazu ist, dass ihr den mietet. Kostet 5 Euro im Monat, glaube ich, und hat die Versicherung dann mit drin. Solange ihr wollt, benutzt ihn. Wenn ihr ihn nicht mehr braucht, schickt ihr ihn zurück. Ja, für mich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob und wie lange der PackSafe noch bei uns vor der Tür hängt. Zu vielen lieben Dank an PackSafe. Die Kollegen haben mir den geschickt. Ich darf den kostenfrei testen. Ich kann den auch behalten. Er hängt bei uns jetzt seit einer Weile vor der Tür. Und durch die Tatsache, dass wir erstens im Erdgeschoss wohnen und wir einen Ablageort gewählt haben mit unseren ganzen Paketdiensten und dass meine Eltern direkt nebenan wohnen und der Postbote einfach da häufig was abgibt, ganz ehrlich, ich habe es noch nicht geschafft, einen Postboten dazu zu bringen, hier was reinzulegen. Ich würde mich total freuen, wenn ich irgendwann mal heimkomme, das Ding ist zu und es ist ein Päckchen drin, weil ich kriege echt viele Pakete. Aber zum Beispiel, wenn Amazon was liefert, der rennt einfach direkt an der Wohnung vorbei zu unserem geheimen Ablageort und der DHL-Bote, wenn der was für meine Eltern hat, der gibt das einfach drüben mit ab und fertig. Der weiß, es findet den Weg und gut. Insofern, ich weiß es noch nicht. Aber im Prinzip, also man muss dazu sagen, wir hier im Haus haben auch total nette Nachbarn. Also selbst wenn man ein Paket bei uns vor der Haustür abstellt, wird diesem Paket nichts passieren. Insofern, ich brauche ihn wirklich nicht. Aber wenn ihr jetzt nicht in der glücklichen Situation seid, dass ihr Ablageorte noch und nöcher direkt rund um eure Wohnung habt und Verwandte und Bekannte, die Pakete entgegennehmen und nette Nachbarn, die am Schluss bei euch vielleicht sogar noch was klauen. Hey, gute Nummer, probiert es aus, wenn ihr nicht gleich irgendwie was fest installieren wollt, weil ihr vielleicht in einer Mietwohnung wohnt oder sowas. Also ja, das war meine Vorstellung und meine Meinung zum PackSafe. Schaut euch das mal an. Und macht euch eure Gedanken dazu. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert für Leute, die viele Pakete bekommen oder die regelmäßig Pakete bekommen und immer das Problem haben, dass sie hinterherlaufen sollten. Und natürlich, wenn ihr den wirklich einsetzen wollt, denkt dran, dass ihr den ganzen Paketlieferdiensten eine Ablagebevollmächtigung gebt, dass die das auch wirklich da reinschmeißen. Dann ist alles gut und dann sollte es funktionieren. Tja, dann viel Spaß, gute Zeit.